Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge des Mega-Projekts. In dieser Folge werde ich mein Haus bauen, beziehungsweise irgendwie anfangen. Aber als allererstes habe ich jetzt noch zwei Sachen gefunden, die ich machen kann, beziehungsweise die ich gerade so entdeckt habe, die man machen kann. So, dafür brauche ich Holz, beziehungsweise Sticks erstmal. Ich weiß nicht, es hat sich ganz witzig angehört. Und zwar brauche ich jetzt die Dinger hier. Und ich glaube vier Stück. So. Und dann brauche ich noch eine Crafting-Box. Und dann mache ich das so. Und dann habe ich so ein Auto-Crafting-Table. Also einer, der selbst craftet. Keine Ahnung. Und dann habe ich noch hier gesehen, es gibt hier so Iron Furnace. Also Eisenöfen. Was ist denn das? Ach so, okay. Ich habe keine Ahnung, was das alles jetzt bringen soll. Ja, so war Minecart. Okay, so kann man nichts craften. So, ich weiß nicht, ob dieser Ofen hier was bringt. Wasser bringt, genau. Eigentlich hat sich gerade noch Saronic bei mir gemeldet, dass er mit mir aufnehmen will, aber der muss noch rendern, hat er gerade gemerkt, beziehungsweise, dass das Rendern bei ihm noch sehr lange dauert, was bei mir auch immer relativ lange dauert. Ja, deswegen nehme ich jetzt erstmal alleine auf und das nächste Mal nehme ich dann wahrscheinlich wieder mit Saronic auf. Er erklärt mir dann ein bisschen was, beziehungsweise gibt mir ein paar Tipps über Feed the Beast und so weiter. So, den stelle ich jetzt mal hier hin. Und ich habe keine Ahnung, was man damit machen kann. So, und ich habe auch keine Ahnung, was ich mit dir machen kann. Hi. Super. Yay. Cool. Keine Ahnung, also wenn ihr was wisst, was man hiermit anstellen kann, beziehungsweise was diese Sachen hier bringen, schreibt es doch bitte gerne in die Kommentare. Ich kann hier, glaube ich, auch noch mehr mit diesem Eisenzeug machen, also so Eisensachen. Kann ich, glaube ich, auch noch mehr machen. Ich weiß so echt nicht, was die Dinger bringen. Und, ja, wäre echt nett, wenn ihr mir da ein bisschen was in die Kommentare schreiben würdet. So, gut, dann fange ich jetzt mal an. Ich habe überlegt, hier aus Mix aus den beiden Sachen, also aus dem Stein und dem Rubber, eine Stütze zu machen. Warte mal, ich schau mal noch kurz was. Ah, okay, gut. Das war dann wohl nicht so wichtig. So, der Weg dahin. Wie mache ich den Weg? Der Weg. Gravel würde ich ja eigentlich schon mal sagen. Oder so. Bisschen Erde brauche ich noch, um das hier ein bisschen... Ja, wow, habe ich viel Erde oder so? Ja, ich habe so viel Erde. Ja, Mann, habe ich viel Erde. Ja, da muss ich jetzt Erde farmen gehen. Erde farmen, Alter. Oh. Ist klar. So. Ich muss mal schauen, wie ich die ganzen Stützen überhaupt machen werde. Oh, hi, Creeper. Ich bin mal ganz schnell weg. Geh weg! Creeper, verpiss dich. Ich renne einfach. So. Und dann baue ich jetzt hier gleich mal ein bisschen Dreck ab. Ja, hier, wo es niemand stört, am besten einfach mal. Der Creeper hat aufgegeben. Sehr schön. Gut, dann baue ich jetzt hier noch schnell was ab. Und hier ist wieder so richtig fette Chunk-Loch. Geil. Ist das nicht schön, aber da gehe ich nie wieder rein, sonst sterbe ich wieder so ekelhaft. So. Kümmert ja keinen hier. Wenn hier ein bisschen Dreck weg ist. Aha. Alles klar. So. Ich weiß nicht, wie viel Dreck ich brauche. Ich so zwei Stacks, denke ich mal. Nehme ich jetzt mal mit. Geht ja recht schnell. So. Wie viel haben wir? Ja, 49, okay. So. Zwei Stacks. Dreck. Yay, Dreck. So. Gut, dann begradige ich das mal ein bisschen oder so. Oh, was hat denn der da schon? Krass. Cross, cross, cross. Gummi ist immer noch da. Der Gummibär. So. Gut, ja. Mache ich jetzt hier erstmal so. Na, so noch ein bisschen. So.
Warum nicht so noch? So. So, so, so. Und hier noch so. Ja, das könnte vielleicht gerade so noch reichen. Im Dreck her. Hier hin. So. Es ist alles hier ein bisschen größer. Und so, so. Dann noch so. Ja. Sieht ja jetzt nicht ganz so scheiße aus. Wohl doch, aber kümmert jetzt erstmal keinen. So. So. Okay. Dann mache ich jetzt. Wie fange ich an? Hier soll die Umrandung so von dem Haus sein. Hier ist der Eingang. Mit Blättern will ich diesen Eingang eben machen. Mit diesen blauen Blättern. Will ich so einen kleinen Eingangsbereich eben machen. Besten. Die leuchten. Die Blätter leuchten. Ja. Warum nicht? Ja, okay, sie glitzern auch so ein bisschen. Das finde ich cool. Das finde ich ja cool. Glitzernde Blätter sind immer cool. So. Erstmal so. Hier mache ich da vielleicht noch so einen kleinen Bogen drauf oder so. Oder warte mal, das kann ich auch jetzt machen. So. Ja, das hätte ich vielleicht nicht so machen sollen. So. Und dann. So. Echt schön. Es geht, ne? Aber, ja, egal. So. Dann. Mache ich das so als erstes. So. So. Dann gehe ich so hinter. Das Haus soll natürlich jetzt nicht ganz viereckig werden oder so. Sondern erstmal hier so einen kleinen Eingangsbereich. So. Dann rüber. Zwei, drei. Vier. Fünf. Genau. Erstmal so fünf rüber. So. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Und dann bei dem so. Und dann kannst du ein bisschen hinter. Erstmal so. Erstmal bis hierhin. Dann gucke ich weiter. Mache ich jetzt erstmal auf der anderen Seite noch. So. Fuck. Och, das musste jetzt kommen. Nein! Ja, so. Warte mal, gehe ich jetzt noch eins, zwei, ein, ja, zwei. Dann gehe ich rüber. Obwohl. Au. Ich will hier noch ein bisschen, abgeschrägt hier so ein bisschen haben. Also, ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll, aber ich will. Ja, genau, so will ich es haben. Nein, so. Ja, ungefähr. Ungefähr so. So. Dann schaue ich jetzt mal noch kurz auf die andere Seite. Dann mache ich es dann genauso. Das muss halt dann einfach mal so rum. Das kann weg. Soll es jetzt nicht so wichtig.
Also von dem her. So. Ja. Dann gehe ich halt einfach hier so rüber. Noch eins. Und das ist das Schweinchen. Hi. Hallo Schweinchen. Was geht? Ja, genau. Dann mache ich hier so ein Treppchen nach unten. Hey. So. Das kommt dann halt jeweils weg hier. So. Alles klärchen. Sieht doch eigentlich ganz nett aus. So. Also ich finde ja schon. Also sieht schon ganz nett aus. So. Vielleicht die Treppe nicht ganz so groß, oder? Ja, die Treppe muss ein bisschen kleiner. Das ist ja echt ein bisschen übertrieben. Eins, zwei, drei, vierten. Ja, und dann beim vierten machen wir es einfach so. Eins, zwei, drei. Und dann beim vierten. So. Alles klar. Ja, doch, so sieht's besser aus. Ist nicht ganz so fett und, ja. Das war's auch schon. Ist nicht ganz so fett. So. So, ich hoffe mal, das geht so. Dann baue ich jetzt noch das hier ab. Und dann schaue ich es mir mal kurz an. Und dann mache ich die Stützen hin. So, da ist meine Axt auch schon kaputt. Alles klar. Ja. Sieht ganz okay aus. Dann mache ich jetzt die Stütze, ne? Oder ich fülle das erstmal aus. Ich weiß noch nicht, mit was ich es ausfülle. Mit dem Stein am besten. Da brauche ich aber dann noch mehr von dem Stein. Irgendwie. Ich finde, das sieht nämlich geil aus. Es hat schon was, ne? Also ich finde, das hat echt was. Sieht gut aus. Ich weiß noch nicht mehr, wo ich den Stein genau gefarmt habe. Das wird jetzt wieder eine Suche. Aber ich weiß, dass ich irgendwo da hinten in die Richtung gegangen bin. Das werde ich dann eigentlich einfach auch mal machen. In der nächsten Folge dann. Wenn ich hier wieder den Stein brauche. Weil ich finde, das sieht echt gut aus. Ich glaube, ich mache hier dann noch irgendwie so ein kleines Muster rein oder so. Beziehungsweise Glas kommt auch noch rein. Aber das bestimme ich dann erstmal. Erstmal mache ich den ganzen Boden rein. Und dann mache ich dann später das Glas rein. Erstmal hier den Boden sichern, dann kann ich auch die Mitte bestimmen nochmal und so weiter. Es geht dann einfacher, wenn der ganze Boden drin ist, als wenn ich jetzt berechne und dann Lücken lasse. Bisschen doof. Das Muster mache ich sowieso dann halt immer im Nachhinein. Kommt halt auch drauf an, wie ich dann hier auch meine Möbel, beziehungsweise halt die Crafting-Box und so alles stelle. Beziehungsweise auch mein Enchanting-Table und noch irgend so ein Zeug halt, ne? So. Genau, das kommt erstmal so hin. Das Dreck brauche ich noch. Ich mache hier eigentlich alles aus Fenstern. Ja, ich mache hier so gut wie nur Glasfronten hin. Dafür brauche ich da natürlich wieder Sand, ne? Ja, Sand. Der heiß begehrte Sand. Ja, ja, okay. Dann mache ich jetzt aber schon mal. Hier ist eine Glasfront, die geht dann. Ja, irgendwie so. So. Geht dann hier eine Glasfront. Da. Theoretisch müsste ich es da halt dann auch so machen, ne? Ja, geht ja so. Ach, bin ich doof. So, so. Du. Und hier. Warte, ist es ein 2?
glaube ich hier. 4. Okay, dann mache ich hier auch 4. 1, 2, 3, 4. Wenn ich das hier so mache. 1, 2, 3, 4. Ja, so. Ja, okay, das passt, das passt. Dann ist hier die Treppe. Mhm. Das passt. So. Jetzt kann ich nicht mehr rennen. Scheiß drauf. Warte, habe ich das jetzt fail gemacht? Nee, habe ich nicht. Gut. Ich dachte mir schon. So. Und dann nochmal. Hier. Und das reicht dann auch nicht mehr. Okay, ja. Also halb kann man, denke ich mal, sehen, was das hier werden soll und wie es aussehen soll. Jetzt könnte ich theoretisch noch kurz ein bisschen anfangen mit den Stützen. Unten werde ich die dann mit dem Stein machen. So, hier eine Stütze. Hier eine. Der Rest unten ist dann Stein. Da eine Stütze. Ey. Warum konnte ich das gerade nicht bauen? Das ist mies. Hier sind dann die Stützen, okay. Da hinten mache ich die Stützen am besten. Huch, eine dahin. Aha. Ja. Würde ich halt hier irgendwo noch eine hinmachen, aber... Das sehen wir dann, wenn wir den Stein haben, den ich dann nächste Folge suchen gehen werde. Sonic gibt mir dann noch ein paar Tipps. Ich weiß nicht, ob es jetzt genau nächste Folge sein wird. Also nächstes Mal, wenn ich mit Sonic dann aufnehme, wenn er dann Zeit hat und so weiter. Und ich dann Zeit habe und so weiter. Schauen wir einfach mal, wie das so läuft. Ja, ich denke mal, wir haben jetzt mal endlich ein bisschen mehr geschafft. Dass ich endlich auch mal ein bisschen weiter hier im Mega-Projekt komme. Ich hoffe, ihr findet es nicht so schlimm. Ich versuche mein Bestes auf jeden Fall. Dass ich hier weiterkomme und so weiter. Also ich versuche hier auf jeden Fall mein Bestes. Und ich würde sagen, es wäre cool, wenn man da noch eine Fackel dran setzen könnte. Egal, ich mache hier welche hin. So, gut, das war's dann. Wir sehen uns in der nächsten Folge vom Mega-Projekt und natürlich auch in den anderen Videos von mir. Wir sehen uns. Ciao, Leute.